Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir den 5. Stern bekommen. Und somit fehlen uns nur noch 2. Das Einzige, was jetzt anders ist als bei den anderen Kapiteln, ist, dass wir keinen Abschnitt mit Peach und keinen Abschnitt mit Bowser hatten. Vielleicht kommt das ja noch. Auch frage ich mich, wie ich darüber komme auf der Plattform, denn... Das ist auch noch irgendwas, aber na gut. Wird schon so stimmen? Glaube ich. Was? Was war dieses Beben? Bist du in Ordnung? Unglaublich, du hast Cortez besiegt. Was bist du eigentlich? Ey, quatsch ja nicht rum. Wenn ihr zu viel Zeit habt, such doch noch einen Weg, wie wir hier rauskommen. Bei dem Beben von eben sind in dem Felsen ein paar Risse entstanden. Man kann spüren, dass Wind durch diese Risse weht. Wenn wir den Felsen sprengen können, wenn wir den Felsen sprengen, können wir vielleicht... Naja, du weißt schon, oder? Was ist das wahr? Aber wie soll man einen so harten Felsen zerstören? Du? Ich kenne da jemanden. Siehst du, ich hab doch gleich gesagt. Also ich gehe da mal vor. Also Leute, Schluss mit dem Höhlenleben. Diese Höhle ist mir viel zu kalt und dunkel. Lust, Romanze an die Sonne. Du hast uns gerettet. Wir werden dich niemals vergessen. Also nichts wie weg von hier. Schön. Ach, hier sind wir direkt am Anfang. Auf zurück nach Holdingen. Mein Bruder wartet bestimmt schon auf mich. Steht dir nur vor, wir hätten für immer und ewig in dieser Hülle bleiben müssen. Aber das wäre bestimmt auch sehr abenteuerlich und aufregend geworden. Ein Glück jedenfalls, dass es dir gut geht, Palmina. Was für ein Glück. Oh, ahoi Mario, gut, dass du wieder da bist. Und, hast du den Schatz gefunden? Na, sag schon. Was, du hast den Piratenkönig besiegt, als er seinen Schatz verteidigen wollte? Und dann hast du ihm den Schatz gelassen, weil er dir leid tat? Oh, Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber du, mein Bruder? Bruder Herz, was machst du denn hier? Also, ich wollte dich sehen und bin ganz einfach ins See gestochen. Aber Geister haben unser Schiff versenkt. Gut, dich zu sehen, Bruder. Was? Versenkt? Dann seid ihr also auch auf dieser Insel gestrandet? Was war das? Seht, da, was zum Klabautermann ist denn das jetzt? Entschuldigung, Moment. Entschuldigung, ich wollte euch nicht... Moment, was für ein blöder Spruch. Jedenfalls danke, dass ihr das Sternjuwel besorgt habt. Bravo, gut gemacht. Hey, das ist doch der Brillentyp auf unserer Mannschaft. Tatsächlich, das Vierauge. Was macht der Kerl denn auf dem Schiff da? Hey, Vierauge, das ist gefährlich, wo du da stehst. Komm besser runter. Was? Zeig mir Felix etwas mehr Respekt, ihr Wichte. Hört gut zu, ihr Strandgut. Der bebrillte Matrose, das war nur ein Trick. Mein wahrer Name ist...
Oberskruzillus. Da staunt ihr was? Ich war es, der Mario hergeführt hat, damit er das Sternjuwel besorgen kann. Und du, Mario, her mit dem Sternjuwel. Du weißt, was passiert, wenn du meinen Befehl nicht sofort befolgst, ne? Feuer los, Feuer! Boom und Boom und Feuer. Zu Hilfe, ein Verrat! Vier Auge ist ein Seeräuber. Warum tut ihr nichts, Leute? Wer muss diesen Piraten stoppen, sofort? Wir sind Matrosen, Cosario. Ohne Schiff sind wir nur ein Haufen trauriger Gestalten. Das ist es. Das ist der Plan. Wir haben ein Schiff. Ein ganz exzellentes Schiff. Mario, los, bring mich zum Piratenkönig Cortes. Die Legende sagt, auf der Insel ist noch das Schiff Cortes Piratengalone. Wenn die Legende wahr ist, dann muss das Schiff hier irgendwo zu finden sein. Was, Cosario? Das ist der Wahnsinn. Wir reden hier von Cortes, dem König der Piraten und Herren der Meere. Glaubst du, der verleiht so einfach sein Schiff? Der murkst uns eher alle ab. Ich bin zwar ein Feigling und Jammerlappen, aber ich bin hier der Anführer. Und deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, werden sie uns erledigen. Uns bleibt nur der Kampf. Keine Widerrede, klar? Ich, Cosario, werde mit Cortes verhandeln. Also los, Mario, zeig mir den Weg zu diesem Cortes. Okay, dann folge mir auf Schritt und Tritt. Bitte folgen Sie mir. Moment, bist du nicht der Typ von vorhin? War noch was? Captain Cortes, wir müssen reden. Du musst uns dein Schiff ausborgen. Was? Wieso sollte ich euch mein Schiff geben? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Cosario und es gibt da ein kleines Problem am Strand. Piraten greifen die Insel an. Wir müssen unsere Freunde beschützen. Und dafür wollten wir uns dein Schiff borgen. Rick, ein dummes Zeug, Mann. Glaubst du wirklich, dafür gebe ich euch das Schiff? Und ganz nebenbei, die Black Skull kann nicht so einfach ins See stechen. Ohne das magische Schädeljuwel kann dieses Schiff nirgendwo segeln. Das Schädeljuwel? Ist es etwa das hier? Oho, tatsächlich, das Schädeljuwel. Ich musste gerade die Aufnahme kurz pausieren, falls ich das jetzt doppelt gesagt habe. Oder vergessen habe. I'm sorry. Also gut, wie wäre es denn damit? Du bekommst mein kostbares Familienerbstück und dafür leihst du uns dein Schiff. Das ist fair, oder? Was meinst du, Cortes? Also waren es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben. Und jetzt soll ich dir auch noch mein Schiff geben? Ich werde dir das Schädenjuwel einfach abnehmen. Moment mal, dann musst du aber erst noch gegen Mario kämpfen. Und inzwischen versenke ich das Schädeljuwel auf dem Meeresboden. Ist es das, was du willst? Ah, was für ein hinterhältiger kleiner Arschgeier. Na gut, einverstanden. Der Handel gilt, aber wehe, du wirfst das Juwel weg. Ja, Verhandlung erfolgreich. Ich bin eben nicht umsonst ein professioneller Händler. Man muss nur reden, dann erreicht man schon viel. Also bitte, hier für dich. Wunderbar, jetzt kann die Black Skull endlich wieder segeln. Ich wollte auch schon was wegen dieses Geballers unternehmen. Endlich wieder ein Kampf, hat ja auch lange genug gedauert. Gut, dass du das Reden mir überlassen hast, Mario. Los, gehen wir. So viele Schätze, wir können nichts mitnehmen. Und sowas aber auch schade eigentlich.
Ja, bekommt jeder eine Eier. Hey Leute, schön euch hier zu sehen. Diese Kerle sollen nicht ungeschoren davonkommen. Wäre blöd, wenn Corsario den Ruhm alleine einsagt. Also los, Captain. Endlich wieder aufs Meer. Wellen, Wind und Wasser. Los, Leute, wir legen ab. Wir legen ab. Feuer frei. Denk nicht, was geht die Munition aus. Unverschämtheit und Erlaubnis, einfach meine Insel zu beschießen. Und was denn nun? Bitte kein Seekampf, bitte kein Seekampf. Oh, diese alten Karren werden mir auf Grund schicken. Hier, Pilzgesichter. Alle Mann zum Angriff. Ja. So, Mario, jetzt bist du an der Reihe. Es ist Zeit für eine Abrechnung. Heute werdet ihr schicke Fische futtern. Nein, andersrum. Heute werde ich euch zu den Fischen schicken. Seid ihr bereit? Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Okay, dann würde ich mal sagen. Erstmal austauschen gegen Gumprina. Dann kannst du mal schön scannen. Soldateska. Das ist ein Soldateska. Diese Typen werden alle von Kurzillus befehligt. Maximal KP veränderlich. Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Sie versuchen uns mit zahlenmäßiger Überlegenheit zu schlagen. Aber im Grunde genommen sind das alles nur kleine Fische. Keine Sorge also. Er hat so spät geblockt. So, dann kannst du auch einmal Rozillus scannen. Unser Freund Rozillus, also wirklich, der schon wieder. Maximal KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Ihn selbst solltest du mit Standardattacken ganz leicht besiegen können. Lässig ist nur die Sordeska, die er mitgebracht hat. Die greifen nämlich auch bei jedem Zug an. Aber ohne ihren Kommandeur haben die Kruzillen keine Orientierung, klar, oder? Ist auch schön gekontert. So, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Tausch. Auf Barbara und dann setzt doch mal Feuerzauber ein. Ihr wollt wohl Ärger, wenn das so ist. Angetreten. Autschi. Au. Eine Frage habe ich ja, kann ich?
Warum nicht? Auf wegen dem Eis ist sein Feuereffekt jetzt weg. Oh Mensch, Schattenhieb. Komm, machen wir erstmal das hier weg. Mist, zu früh gedrückt. So, und jetzt war es das für dich. Ey. Starke Leistung. Was dachte ich schon, ihr hättet mich erledigt. Aber der Kampf geht weiter. Böse Jungs sind nun mal meistens schlechte Verlierer. What so? Ey, das ist doch unfair. Okay, aber scheinbar. Okay, und dann Bingo Zeit. Nice. Wichtig und richtig. Und dann machen wir nochmal einen Feuerzauber. Setz allem Brand. So, dale. Oh nee, du. Ich wollte eigentlich kontern. Okay, dann mache ich hier nochmal einen Sprung. Ich möchte jetzt mal kurz was anderes ausprobieren. Funktioniert das überhaupt? Hätte ja sein können, dass das funktioniert. Mach mal erstmal so. Und wobei ich Sternkraft gar nicht brauche. So, und jetzt nochmal Sprung. Ich hätte es nicht wieder doppelte Erfahrungspunkte geben können. Hätte mir ein Level ab. Verflucht, schon wieder verloren. Und wie bitteschön soll ich Crucius das erklären? Oh, na warte.
Geschafft, Bomber. Und damit wäre dieses Problem also gelöst. Juhu, bravo, ahoi, gewonnen. Super, yippie. Jetzt kommt Abschnitt von Peach. Speichern. Schon wieder ein Fehlschlag. Was soll das? Ich bitte um Vergebung. Wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, dachte ich. Kruzellus, halte dich bis auf Weiteres bereit. Aber dies ist deine letzte Chance, verstanden? Verstanden. Und wegtreten. Hey du. Zu Befehl. Sag dem Schattentrio, sie sollen diesen Mario kriegen und zwar schnell. Zu Befehl. Wir haben eines. Mario schon 5. Wir müssen etwas tun. Schon wieder? Was er wohl diesmal will? Was ist? Diesmal musst du etwas Gefährliches tun. Was? Du musst dich in Kruzios Zimmer schleichen und eine Datendisk suchen. Eine Datendisk? Ich habe Zugang zu allen Daten im Netz. Aber nicht zu den Daten auf Computern, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Crucius verfügt über Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe. Aber ich benötige diese Informationen. Aber wie soll ich das tun? Wieder verkleiden? Nein, diesmal nicht. In diesem Zimmer darf niemand außer Crucius hinein. Ist Crucius nicht da, bewacht eine Wache den Eingang. Aber es gibt einen Weg, du musst nur tun, was ich dir sage. Es tut mir leid, dass ich etwas so Gefährliches von dir verlange. Aber außer dir kann ich niemanden darum bitten. Das macht nichts, Tech. Sag einfach, was ich tun soll. Geh zunächst raus und fahr mit dem Fahrstuhl nach oben. Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl nach oben. Erst entfernst du dich von Crucius Zimmer. Geh in das Zimmer mit dem grünen Licht links vom Fahrstuhl. Geht nicht auf, ich muss woanders lang. Geht nicht auf. Hier. Hier kannst du dir einen Trank mixen, der dich unsichtbar macht. Ein Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in Crucius Zimmer. Gut, was soll ich tun? Stell zunächst die Flaschen vom Tisch in die Mixmaschine hinten. Aber ich weiß nicht, welche Flasche an welche Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notizen zurückgelegt. Befolge diese Hinweise und stell die Flaschen in die Maschine. Rot darf nicht rechts außen stehen. Blau muss neben Rot stehen. Gelb muss zwischen Blau und Grün stehen. Okay, dann ist das einfach. Rot. Blau. Gelb. Und grün. Ist das so richtig? Ja. Gut. Links im Zimmer ist ein Schalter, drücke ihn.
Drücke jeweils den Knopf, wenn das Becherglas stehen bleibt. So. So. Halleluja, was ist das denn hier für ein Minispiel? Die Flüssigkeit wird 30 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann den Schalter, um die Maschine anzuhalten. Und jetzt drücke bitte den Schalter, um den Vorgang zu starten. Okay. Das wird kein Problem sein, dank OBS. Jetzt müsste es fertig sein. Ist es so richtig? Ja. Gut. Trink es in einem Zug aus. Was, das hier? Meinst du sicher? Bitte trink. Sehr gut, du bist völlig unsichtbar. Naja. Allerdings habe ich einen taktischen Fehler erkannt. Auch der beste Trank kann ein Kleid nicht unsichtbar machen. Ach ja, natürlich. Oh, Moment. Ich sollte mein Kleid verstecken, damit es keiner entdeckt. Geh in Curtius' Zimmer, suche die Datendisk und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Ich werde es dir näher erklären, wenn du in Curtius' Zimmer bist. Komm danach in dieses Zimmer zurück. Ich zeige dir dann, wie du dich wieder sichtbar machst. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt in Curtius' Zimmer. Der Peach ist also jetzt unsichtbar nackt. Hä? Was ist das? Niemand da und die Tür geht auf? Ist wahrscheinlich kaputt. Bin unsichtbar. Das ist sicher Curtius' Zimmer, aber wo ist die Disk? Wie das mit dem Teppich aussieht. Ah, hier ist sie. Eine Datendisk gehalten. Diskette aus Curtius' Zimmer. Welche Daten enthält sie wohl? Lege die Disk in den Computer in diesem Zimmer ein und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Also gut. Ja, es funktioniert. Das war's sicher. Muss sie nur noch zurücklegen, sonst gibt's Ärger. Hierhin. So, dann gehen wir wieder zurück und machen uns sichtbar. Dieses Poker-Face so. Wie 30 Minuten schon, Halleluja.
Danke, Peach. Konnte die Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sage dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Trink die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich zurück. Okay, dann. Noch drücken. Nicht diese Peach. Funktioniert nicht. Ja, okay. Ich wollte einfach nur gucken. Ey, Moment mal. So ist es besser. Also, die grüne Flüssigkeit, nicht wahr? Ach, zum Glück. Wenn das nicht funktioniert hätte, komm zurück in mein Zimmer. Und jetzt sind auf einmal alle Wachen weg. Übrigens, Tag, was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet. Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Fertig, kannst du sie abschicken? Nachricht verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehre in dein Quartier zurück. Gut, also bis dann, Tag. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Prinzessin Peach, ich werde dich schützen. Speichern. Gut, damit würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, mach mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.